So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Stasis. Und wir sind ja gerade aus diesem Zug gefallen und ich denke, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Das müsste gespeichert sein und wenn wir da jetzt runterfallen und sterben, dann fallen wir halt da runter und sterben. Just give me a second heißt nicht, gib mir eine zweite, sondern gib mir einfach eine Sekunde. Shit, that was close. John, are you okay? I'm fine. You're breaking up. I can't hear you. Hello? Tia? Come in. Radio's not working. Okay, get it together. First things first. Where the hell am I? Ja, gute Frage. Du bist wahrscheinlich irgendwo bei einem Nylon-Notfallband, das du ganz gerne aufnehmen möchtest. Würde ich mal spontan sagen. I could use this. Jo, würde ich auch so sehen. So. Dann schauen wir doch mal kurz noch ein bisschen an. Moment, ich brauche einen Zettel, ich muss Zeiten aufschreiben. So. So, so. So, so, so. Also, die Bahn hat ihre letzte Station auf der Linie erreicht. Das Geräusch ihres außerplanmäßigen Haltemanövers hallt immer noch in deinem Kopf nach. Verunglückte Bahn. Ich bin wieder sehr nasal, deswegen... So, das ist immer noch... Du hattest Glück, dass dich das Fliegende... Wrack nicht zerquetscht hat. Fliegende, naja, fallende. Okay. Okay. Also, ich glaube nicht, dass ich da noch groß was machen kann. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal dahin. Was ist denn das? Türen? Ach, Trümmer. Der Bahnunfall hat alles in Trümmer gelegt. Betonstücke, Metallfetzen, Stromkabel, ein unübersichtliches Chaos. So, dann gehen wir erstmal hier durch, denke ich. Ich finde interessant, dass es diesmal keine Beschriftung hat. Und dann gehen wir doch einfach mal weiter. Diese Tür wurde zum Glück nicht abgeschlossen. Ein großer, gut ausgestatteter Werkzeugkasten wurde hier zurückgelassen. Leere Metallkästen. Einige Metallcontainer wurden hier abgestellt, darin befindet sich allerdings nichts Nützliches. So, Poster. Ein unscheinbares Poster wurde an die Wand gehängt. Jo. Halt die Klappe. Ein unscheinbares Poster mit einer nackten Frau, das zensiert ist. Das blendende Licht einer tragbaren Standleuchte wirft dunkle Schatten in den Raum. Ich finde es schön, wie wenn man drüber fährt, das Licht plötzlich heller wird. So. 2151. Wir left in 2148. 3 years ago. Okay, wusste ich nicht. Ich hab's nicht verstanden. PDA. Albert Olsen, Ingenieur. 19. August. Kane hat offensichtlich keine Kosten gescheut. Sekunde bitte. So. Kane hat offensichtlich auf den Entwicklungsdecks keine Kosten gescheut.
In aller Regel geht die Klimaanlage schneller kaputt, als die Wartungsteams sie reparieren können. An einem guten Tag braucht man mehr als 10 Minuten zu den Toiletten. Aber das interessiert hier wohl niemanden. Angesichts des hübschen Rentenpakets, das Kane für mich geschnürt hat, würde ich den Rest meiner Karriere auch in einem Karton mit Reißnageldekor verbringen. In den nächsten Monaten soll ich mein neues Herz und meine neue Lunge bekommen. Dann kann ich endlich in Rente zu meiner Frau Rosalind nach Chicago gehen. Bis dahin werden mich Zigaretten und möglichst fettes Essen durch den Tag bringen müssen. Heute Abend habe ich die Geräte auf den Decks überprüft. Dabei ist mir etwas ziemlich Merkwürdiges aufgefallen. Eine ganz dünne pilzartige Schicht lagert sich auf den Apparaten ab. Das Zeug hat sich bis in die Skalen und Monitore ausgebreitet. Die sehen innen siffig aus. Andererseits sollte einen angesichts der Bedingungen hier Schimmel nicht wirklich wundern. Ganz egal auf welchem Material. Allerdings scheint sich das direkt auf die Leistungen des Zuchtsees auszuwirken. Von daher sollte sich dringend jemand darum kümmern. Ich habe es dem Wartungsteam gemeldet. Hoffentlich kümmern die sich schnell um die Reinigung. Weiter. Die Kane Corporation ist sicher sehr zufrieden mit meiner Leistung bisher. Ich wurde befördert. Ich bin ab sofort verantwortlich für die Konstruktion neuer Klonbehälter. Ich habe keine Zeit, das jetzt weiter auszuführen, aber es scheint mir wichtig und dringend zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass es so ein riesiges Projekt ist. Es werden massenweise Klone geschaffen und das in mehreren Megabecken mit spezieller Ausstattung und Nährlösungen zur Beschleunigung des Wachstumsprozesses. Ich muss dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit steigt, mit der wir Klonchargen schaffen. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der man menschliche Wesen schneller herstellen kann, als Menschen biologisch dazu in der Lage wären. Projekt Seed besteht darauf, dass die Klonbehälter sofort in Betrieb genommen werden, obwohl sie noch weit entfernt von der Fertigstellung sind. Die Becken halten den Klonprozess problemlos aus, aber es fehlt an einigen Sicherheitsvorkehrungen. Beispielsweise gibt es für die Aufbewahrungskammern für die Forschungsklone keine Stromversorgung. Dadurch sind die elektronischen Verriegelungen nutzlos. Die Gehstege über den Behältern sind noch immer bloß eine vorübergehende Lösung. Gestern ist O'Sullivan über das Geländer gestürzt und in ein Becken gefallen. Wäre das nicht voller Desinfektionslösung gewesen, hätten wir ihn verloren. Verstehe ich nicht. Die Klone agieren offenbar völlig instinktiv. Während der Fütterungszeit hat einer der vollständigen menschlichen Klone in Becken Theta heute ein ziemlich großes Stück von Miss Keens Ohr abgebissen. Pfui, Deibel. Drei der fertigen Forschungsklone haben letzte Nacht drüben in den Laboren die analogen Verriegelungen ihrer Verwahrungskammern durchbrochen. Als Peters gefunden wurde, war er nach hinten übergebeugt und hatte den Kopf zwischen den Knien. Der wird erstmal nicht mehr laufen. Das Wartungsteam kümmert sich heute Abend um die elektronischen Verriegelungen. O'Sullivan hat um Versetzung zu einem anderen Projekt gebeten. O'Sullivans Antrag wurde abgelehnt. Keen allerdings wurde zu Projekt Seed versetzt. Ich habe heimlich die Nahrungsrationen vergrößert, die die Chargen bei Elon in die Röhre 449 bekommt.
die die Charge von Elon in Röhre 449 bekommt. Auch wenn sie nichts als Herzen und Lungen, auch wenn sie nichts als Herzen und Lungen sind, spüre ich doch eine gewisse Verbindung. Außerdem haben wir festgestellt, dass ein Zellhaufen einen Schwanz ausgebildet hat und ziellos umherschwimmt. O'Sullivan will ihn nach seiner Schwiegermutter benennen. Wer um alles in der Welt gibt einem deformierten Klon einen Namen? Menschen. So. Samantha, was auch immer, Samantha, diese schier undenkbare Mensch-Fleisch-Monstrosität hat Elon mit ihrem Prügel zerschmettert, als sie aus ihrem Becken geholt wurde. Die meisten anderen Klone in dieser Charge haben ähnliche Deformationen. Keiner von ihnen hat sich wie geplant zu Herz- oder Lungengewebe entwickelt. Ehrlich gesagt sind die Ergebnisse bisher wirklich grauenhaft. In letzter Zeit benehmen sich alle merkwürdig. O'Sullivan ist diese Woche nicht aufgetaucht, so dass ich mich allein um die Behälter kümmern musste. Ich verstehe nicht, warum das überhaupt erlaubt ist. Aber wenn es keine adäquate Rechtfertigung gäbe, hätte das Management ihn garantiert an seinen Hamsterbacken hergeschleift. Apropos Backen. Einer der vollständigen menschlichen Klone hat mir aus meiner Backe ein Stück rausgebissen, als ich ihn in die Forschungslabors gebracht habe. Die Groom Lake ist komplett im Lockdown. Es hat ein heftiges Beben gegeben, das die Gehstege über den Klonbehälter zum Einstürzen gebracht hat. Ich sitze in der Falle. Ich komme nicht bis zur Schleuse. Wenn dieser Lockdown so ist wie der letzte, sollte er bald wieder vorbei sein. Besser früher als später. Schließlich reichen 2 Päckchen Zigaretten nicht ewig. 2 Tage wahrscheinlich, Max, hm? Ich kann panische Schreie durch die Decks hören. Sie hallen von den Wänden wieder. Jedes einzelne Echo erinnert mich daran, dass ich verdammtes Glück habe, hier unten zu sein, anstatt dort oben. Auch wenn mir langsam die Vorräte ausgehen. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht dafür schwimmen muss. Wenn mich die Klone nicht bekommen, dann bringt mich der Herzinfarkt durch die sportliche Betätigung um. Ich werde versuchen, durch Behälter Theta zu schwimmen. Ich schaffe es auf die andere Seite und werde versuchen, die nächste Ebene des Schiffs zu erreichen. In der Nährlösung planschen die Klone wie die Verrückten rum. Angesichts dessen, was sie mit Peters angestellt haben, schaffe ich es vielleicht nicht auf die andere Seite des Behälters. Der Rest dieses Eintrags ist mit der Bitte um Überbringung an meine Frau gerichtet. Rosalind, ich kann nur hoffen, dass ich die Möglichkeit haben werde, dir dies persönlich zu überbringen. Ich habe mich lange danach gesehnt, es dir physisch zu vermitteln, doch für den Fall, dass mir dies nicht gelingen sollte, muss ich versuchen, es in Worte auszudrücken. Falls ich sterben sollte, bevor ich dieses Schiff verlasse, wird jeder Augenblick meines Lebens, jede kumulierte Erfahrung, die mein Sein ausmacht, deinen Namen schreien und die unabänderliche Realität des Todes anflehen, mich zu verschonen. Und sei es nur, um dich noch ein einziges Mal berühren zu dürfen. Ich bedauere jede Sekunde, die ich nicht bei dir verbracht habe, und bitte dich inständig um Vergebung. Bis zu dem Moment, da ich dich zum ersten Mal traf, war mein Herz leer. Erst du hast es mit dem brennenden Feuer der Leidenschaft erfüllt und ganz gleich, wie meine Flucht enden wird. Seine Flammen werden weiter lodern, noch lange, nachdem ich nicht mehr bin.
Du wirst fortbestehen, noch eine Ewigkeit nach meinem letzten Atemzug. Dein Name wird durch die Galaxie klingen, als Zeugnis für alle Existenzen, dass es nie eine größere Liebe geben kann als die, die ich für dich empfinde. Deine Liebe ist mein Leben, und so bin ich unsterblich.